Der Spätherbst hier im Gebiet um die Stadt Alba in der Nähe von Turin ist alle Jahre wieder Schauplatz und Höhepunkt eines regelrechten Kultes rund um einen unscheinbaren Pilz, der Tartufo Bianco d'Alba, zu Deutsch weißer Trüffel aus Alba. Nur rund 4.500 geprüfte Personen mit ihren Hunden dürfen sich auf die Suche machen. Giovanni Monchiero ist einer davon. Mit seinen Hunden, der dreijährigen Lady und dem erst wenige Monate alten Pinscher Vicky, durchstreift er seine streng geheim gehaltenen Plätze. Lady hat gleich einen Trüffel anhand seines Geruchs erschnüffelt und legt los. Giovanni drängt Lady ab und lässt Vicky ran. Sie muss noch lernen. Da ist sie endlich, die heiß begehrte Knolle. Ihr betörender Duft kann die feinen Geruchssinne der Hunde aus bis zu einem Meter Tiefe erreichen. Für die Hunde gibt es nun ein Leckerli. Die Ausbeute einer morgendlichen Suche wird auf die Fiera del Tartufo, der Trüffelmesse in Alba, angeboten, die von Anfang Oktober bis Ende November läuft. Der Duft der Pilzknolle ist anregend und betörend. Damit die Qualität stimmt, sind eigene Richter auf der Messe präsent. Die eingehenden Trüffel werden akribisch kontrolliert und gewogen. Auch Käufer können ihre Knollen prüfen lassen. Der Höhepunkt des Trüffelkultes ist die Versteigerung der wertvollsten Stücke für karitative Zwecke. Allora, 12.005 il signor Borghi. 12.005. Auf Schloss Grinzane Cavour findet sich unter Trommelklängen, Fahnenschwingern und mittelalterlichen Rittern alles ein, was in Italien Rang und Namen hat. Stars und Sternchen, Fußballer, Wirtschaftsbosse, Schöne und Reiche. Geboten wird in mehrere hundert Euro-Schritten. Sogar aus Dubai und aus Hongkong sind Bieter live zugeschaltet. Insgesamt werden dieses Mal Trüffel im Wert von über 370.000 Euro versteigert. Mit 75.000 Euro gehen die größten Trüffel nach Hongkong. Innerhalb von 24 Stunden wird der Käufer die Knollen in Händen halten. Dabei ist die diesjährige Ernte nicht besonders gut ausgefallen. Schuld sind die ausbleibenden Regenfälle. Das knappe Angebot hat den Preis in die Höhe schnellen lassen. 600 bis 800 Euro je 100 Gramm werden verlangt. So viel wie selten zuvor, weiß Alessandro Bonino, einer der traditionsreichsten Händler von Trüffeln aus Alba. Dieses ist wirklich ein besonderes Jahr. Es gibt wegen des trockenen Sommers recht wenige Trüffel. Alte Trüffelsucher können sich an kein so schlechtes Jahr wie heuer erinnern. Wir sind aber optimistisch, dass es in den verbleibenden Wochen noch etwas besser wird. Wir exportieren den weißen Alba-Trüffel in die ganze Welt, so auch in die Schweiz. Viele Freunde aus der Schweiz kommen zu uns oder wir schicken ihnen den Trüffel per Kurier nach Hause. Wie wird nun der Trüffel serviert? Chefkoch Danilo Lorusso vom Restaurant La Crotta in Rotti bei Alba lässt uns über die Schultern schauen, unter dem wachsamen Auge seiner 90-jährigen Mama Luigia. Er zaubert hausgemachte Tajarin,
Das sind schmale Eierteig-Bandnudeln, die er mit einem scharfen Messer aus den Teigbahnen schneidet. Dann zeigt er uns, wie er die bekannten Agnolotti del Plin macht. Das sind mit Ricotta gefüllte kleine Teigtaschen. Als drittes führt er uns eine Eigenkreation vor, die Uova in Pasta, ein Eigelb im Teigmantel. Pronto a essere servito. Die Teigwaren werden 2 bis 3 Minuten im heißen Wasser gekocht, in Salbeibutter geschwenkt und anschließend wird der weiße Trüffel von Alba darüber gehobelt. Voilà. Un gran bel piatto. Grazie. Un trislangarolo al tartufo con un ovetto in ricotta, i ravioli di tartufo nero e ricotta e tagliolini tagliati al coltello, come ci facevano una volta. Grazie mille. Salute e buon appetito.